Herzlich willkommen bei GamesTV 24, dem täglichen Newsformat. Und heute geht's los mit einer neuen PlayStation. Ja, Sony arbeitet angeblich an einem neuen PlayStation 4 Modell mit dem Codenamen PlayStation 4.5. Und die soll sogar 4K-Auflösung unterstützen. Bislang war es ja immer so, dass die PlayStation 4 Bilder und Videos in 4K abspielen konnte, aber keine Spiele. Ja, darauf, dass Sony an einer PlayStation 4.5 arbeitet, ist Kotaku gekommen. Und das soll im Rahmen der GDC, also der Games Developers Conference in San Francisco, soll es mehrere Treffen mit Entwicklern gegeben haben und in denen auch über diese PlayStation 4.5 gesprochen wurde. Ist von Sony noch nicht offiziell bestätigt natürlich. Was auch noch nicht bestätigt ist, wie das denn ablaufen wird. Wird es eine neue, komplett neue Hardware oder wird es vielleicht eine Aufrüstung für die PlayStation 4? Das weiß man alles nicht. Interessant ist es ja auch mit PlayStation VR ein bisschen im Hinblick auf PlayStation VR, weil 4K-Auflösung, bessere Grafikpower von der Konsole könnte dann da eigentlich auch einen Einfluss drauf haben. Und ja, der Preis ist auch noch nicht bekannt. Ist auch die Frage, ob das überhaupt natürlich stimmt. Das sind natürlich alles Gerüchte von der GDC. Da trifft man sich mit vielen Entwicklern, mit vielen Hardware-Herstellern. Natürlich wird eine neue Hardware von Sony bereits geplant, ob das die PlayStation 4.5 mit 4K-Auflösung sein wird, ob das ein Upgrade sein wird, ob das eine PlayStation 5 sein wird, ob das vielleicht für PlayStation VR irgendwelche Zulieferer sein werden. Das weiß man natürlich nicht. Kotaku sagt aus sicherer Quelle anscheinend, dass das was mit 4K-Auflösung zu tun hat. Von daher glauben wir den mal. Ja, bleiben wir bei der Grafik. Dark Souls 3 soll ja grafisch bombastischer werden als alle vorherigen Teile. Allerdings ist bei einem Livestream jetzt sind die Grafikeinstellungen aufgetaucht und da regen sich viele Nutzer drüber auf, die vor allem von der PC-Seite kommen. Genau, in der PC-Version soll man nämlich nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Zumindest im Anti-Aliasing gibt es einen An- und einen Ausknopf. Genau, und Post-Processing das gleiche, das könnt ihr ja nur an- oder ausschalten. Ihr könnt also nicht wie bei manchen anderen Spielen da hin und her schalten und da eben eure Wunschkombination zusammenstellen. Ob das jetzt im fertigen Spiel auch so sein wird? PC-User wird es nicht freuen, die mögen ja gerne die Grafik an ihr Setup anpassen. Ja. Das ist ja auch der große Vorteil am PC. Und man muss aber sagen, dass Dark Souls noch nie ein PC-Spiel war. Ja. Also Dark Souls 1, wenn ich in Dark Souls 3 nicht solche Bugs wie in Dark Souls 1 habe, dann bin ich schon zufrieden, dann muss ich nicht noch groß Grafikeinstellungen anpassen können. Das ist richtig. Mittlerweile ist es ja gesund gepatcht, Gott sei Dank. Ja, ist ja auch schon lange genug her. Ja. Ja, Dota 2, Valve probiert wieder mit Bezahlmods herum. Das gab es ja schon mal bei Elder Scrolls Skyrim. Da sind sie ordentlich auf die Schnauze geflogen vor ein paar Monaten. Da haben sie eine exklusive Kooperation mit Bethesda gehabt für Bezahlmods in Skyrim und das wurde dann auch wieder zurückgezogen. Ich glaube, binnen einem Wochenende. Ja. Jetzt gibt es wieder Kritik für Dota 2. Da gibt es neue Bezahlmods und da versuchen Anbieter kostenpflichtige Inhalte wieder zu verkaufen, für die sie die Rechte gar nicht haben, also die Urheberrechte, irgendwie Bildmaterial, Assets, Sounds und so weiter. Ja, alles geklaut. Vor allem ein Ersteller von Mods ist da im Gespräch, und zwar der Ersteller des Rosh Pit Champions. Der soll ohne vorherige Absprache Bildmaterial aus WoW verwendet haben und auch noch Bildmaterial von anderen Modern und Workshop-Items. Und das alles ohne Quellenangabe und die soll man sich jetzt gegen Geld herunterladen können. Man muss sagen, in der Mod-Szene ist es ja gang und gäbe, Assets aus anderen Spielen, aus Filmen, aus allem Möglichen zu benutzen, aber die sind dann umsonst. Ja. Wenn man da keine Quellenangabe oder keine Lizenzrechte hat, dann sind die meistens umsonst und wenn man da Geld dafür verlangt, dann ist das natürlich etwas blöd. Ja, gleichzeitig gerät Valve auch deswegen in die Kritik, dass halt diese Inhalte nicht geprüft werden vorher. Mhm. Das heißt, diese geklauten Inhalte werden einfach online gestellt. Ja, Valve hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Wie es da weitergeht, bleibt spannend. Ein Unternehmen, von dem oft geklaut wird, ist, wie man ja sieht, Blizzard. Und da ist ein Pitch-Dokument von dem allerersten Diablo im Netz aufgetaucht. Also ein Pitch ist quasi das erste Lebenszeichen eines Spiels, wo quasi erklärt wird, wie wird das dann nachher aussehen, was stellen sich die Entwickler vor, gehen dann zu dem Publisher, wir wollen Geld für dieses Spiel haben. Und da sieht man, dass Diablo
gar nicht so aussehen sollte eigentlich, wie es dann später wurde, wo es dann von Blizzard gekauft wurde. Sollte nämlich eigentlich rundenbasiert werden und Permadeath enthalten. Also wenn der Charakter gestorben ist, dann wurde der gelöscht. Ja, genau. Da war nichts mit Save oder sonst irgendwas. Also eher ein Roguelike genau. als ein Hack'n'Slay. Außerdem hat es vorgegebene Charaktere oder neu erstellte, also eigens erstellte. Genau, also da hätte man sich quasi von vorne einen Level-1-Charakter erstellen können, wie es ja dann auch war. Oder, weil es ja der Charakter dann komplett gestorben war und man hätte dann das High-Level konnte überhaupt nicht gesehen, quasi auch schon High-Level-Charakter, die dann vordefiniert war, hätte man sich erstellt. Besonders interessant ist das Marketing-Konzept. Das ähnelt nämlich so diesem modernen Konzept von kauf ein Spiel und dann alle möglichen Sachen für 5 genau. Euro als DLC dazu. So Offline-DLCs wären das gewesen, so kleine Discs, die man an der Supermarktkasse gekauft hätte und die dann so 5 Dollar ungefähr gekostet hätten. Da wäre dann ein neues Level dabei gewesen mit neuen Grafiken und neuen Sounds und vielleicht neuen Gegnern. Da haben sie sich an Magic the Gathering orientiert, da waren sie halt große Fans davon. Ja, diese Booster-Packs. Genau, die Booster-Packs. Jetzt haben sie ja mit Hearthstone eigentlich genau das gemacht. Genau das Gleiche. Genau. Und das wäre dann bei Diablo auch so gewesen. Vom ersten Marketing-Konzept, das haben sie dann ja aufgrund dieses ja, relativ normalen damals Expansion-Packs, heute ist DLC gang und gäbe, genau. dann aufgegeben. Spannend ist auch, dass sich an der Story eigentlich nicht viel geändert genau, hat im fertigen Spiel. Da wurde schon von Diablo gesprochen, also von vornherein und die großen Übel und so weiter. Also wenn ihr das alles nachlesen wollt, das PDF, das ist im Internet frei zugänglich, noch. Da kann man dann auch schön sehen, wie sie sich so eine Runde vorgestellt haben, wie das Skelett so in Runden auf einen Zug kommt und man geht in Runden dann weg und so weiter. Also da bin ich eigentlich ganz glücklich darüber, dass so geworden ist, wie es dann letztendlich geworden ist. Sonst wäre es vielleicht auch gar kein so ein großer Erfolg geworden. Genau, aber der große Erfolg, weswegen Diablo ja so ein großer Erfolg geworden ist, das ist ja eigentlich dieses Random Generated Dungeons. Das war von Anfang an auch schon geplant und es wurde auch in diesem Pitch-Dokument mehrmals erwähnt. Interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, interessant hat sich auch eine Microsoft-Party auf der GDC entwickelt. Ja, da sie ist etwas eskaliert, würde ich sagen. Genau, ja, bei so einer Presseparty, es war halt eben so eine GDC-Presseparty, wo halt Vertreter der Industrie und Journalisten sind. Und unter anderem waren da Gogo-Tänzerinnen am Start, die halt zur Unterhaltung wie in so einem Strip-Lokal, falls ihr da schon mal wart, auf so Podesten getanzt haben. Und das war jetzt der große Aufreger. Die Partygäste waren davon nicht so begeistert und auch vor allem ja, Frauenrechtler auch nicht. Ja, man muss dazu sagen, es war im Vorfeld ganz schlechtes Timing. Da war eine Konferenz mit Women in Gaming, also wie Frauen in der Gaming-Branche quasi Fuß fassen können. Also eigentlich mehr so, wie sie sich in der Gaming-Branche machen und so weiter. Und dann so eine Party und beides wurde von Microsoft ausgerichtet. Da hat sich Phil Spencer mittlerweile auch schon entschuldigt. Genau, er sagt, wir haben Xbox und Microsoft in einer Art repräsentiert, die nicht im Einklang mit unseren Werten steht. Das war eindeutig falsch und wird nicht toleriert. Man muss sagen, in den 90ern war das noch ganz anders. Ja. Als Diablo rauskam, unter anderem, da gab es solche Partys en masse und keiner hat was gesagt. Tja, naja. Wie sich's eben ändert. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt.